So, das ist jetzt dein Reaction-Video, oder? Das ist mein Reaction-Video. Oh, ich hab gerade ins Mikro geguckt, weil ich hasse die Kamera. Ins Mikro anmoderieren, das ist eine gute Idee. Hallo, geht das Mikro? Okay. Reaction-Video auf Nixdas Overwatch Teaser. Hast du eine Ahnung, was dich erwartet? Nein. Let's go. Das ist emotional. Also, ich bin bereit. Du kannst immer anhalten, wenn du mal kurz verarbeiten musst, was gerade passiert ist. Ich muss alles verarbeiten. Was hier überhaupt gerade passiert, muss ich verarbeiten. Ich sag gar nichts mehr. Los geht's. Play of the game. Leute, die Zaun auf! Niklas! Hi! Ja, komm! Hi, sorry, bin ich ein bisschen zu spät gewesen. Okay, ja, meine Freunde. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe eine coole neue Ankündigung. Und zwar geht's bald bei mir wieder los mit Streams auf Twitch. Und da gibt's auch ein sehr nice Projekt, nämlich ein Overwatch-Team zusammen mit Dalukat, Highscore Heroes und Lara Loft. Davon wird es auch ein Highlight auf YouTube geben, keine Sorge. Ja, und aus diesem Anlass habe ich mir eines dieser Teammitglieder ausgesucht für ein kleines Interview hier in meinem neuen Talkshow-Set. Da freue ich mich sehr drauf. Begrüßen wir einmal recht herzlich Lara Loft. Hallo. Du bist so bescheuert, weißt du das? Wieso? Du hattest halt einen Bad Hair Day, okay, kommt ja vor. Gut, das Top hat dir jetzt nicht gepasst. Also die Hose passt. Das weiß ich nicht so. Die Hose habe ich immer Größe an. Ja, das ist die gleiche, die ich auch habe. Ich finde es cool, dass wir uns da auf einem modischen gleichen Zweig befinden. Dass wir da an dem Tag, dass wir wirklich schon uns getroffen waren, so wow, wir haben die gleiche Hose an. Ja, geil. Was für ein Zufall. Ich habe eine Bluse, soweit ja habe ich. Und ich habe keine Brusthaare. Ach so, das ist oder ein bisschen Schmutz, oder? Bist du dir sicher? Ja, vielleicht nicht so ein guter Tag, ja, für die Make-up-Assistin also gewesen. Ich freue mich sehr darauf, um dich zusammenzuarbeiten. Du bist eine Vorzeigefigur der deutschen Gaming- und Musikszene. Du warst bei The Voice of Germany ganz, ganz vorne mit dabei. Du streamst auf Twitch und du hast einen tollen YouTube-Kanal. Wie machst du das? Was ist denn das für eine Kette? Ja, ich bin ja eine der Vorzeigefiguren der deutschen Gaming- und Musikszene. Ich war bei The Voice of Germany ganz vorne mit dabei. Stream auf Twitch. Und habe auch einen YouTube-Kanal und eine Synchronsprecherin. Ja. Was ist denn mit dir? Was hängt denn da in deinem Bart? In meinem Bart? Das ist, also erstmal ist das kein Bart, sondern das ist so ein leichter Teint von Ibiza. Das ist der Skiabdruck, genau, weil ich doch gerade snowboarden war. Der Witz ist, ich wollte mir in so einem Shop so eine Halskette kaufen, habe aber einfach irgendwo zugegriffen, was irgendwo rumlag, und dann war das so eine Stirnkette, die man sich dann so mit so Spangen in die Haare klemmt schön oben. Ins Mikro geguckt. Ja. Dass die Hallo Leute, was geht? Das ist, weil es so vorne hängt, weißt du? Weißt du, also du klemmst dir eigentlich so eine, hast du mal so eine Stirnkette getragen? Oder nein. So ein, okay, es gibt wohl Stirnketten. Diadem sozusagen. Und ich habe das halt nicht gewusst und dann habe ich halt diese Stirnkette gekauft und das ist eine Halskette. Und dann habe ich mir sie halt als Bartkette, als Accessoire angehangen. Und ich finde, es sieht, hast du dir dann sehr authentisch. Es sieht authentisch und gut aus. Okay. Das habe ich am Grunde jetzt, ja, genau. Also das liege ich ja richtig. Es geht jetzt wieder an Overwatch. In dem Spiel sprichst du auch selber eine Heldin, und zwar Sombra. Ist das auch deine Lieblingsheldin? Ja, jetzt geht's ja wieder an Overwatch mit dem neuen Team. In dem Spiel spreche ich sogar eine Heldin, nämlich Sombra. Dobby! Ist das gemein, dass ich so eine hohe Stimme gemacht habe? Nein, du musst ja auch weiblich klingen. Ja. Ich erwarte auch, dass du genauso in unserem Overwatch-Stream auch die ganze Zeit redest. Weißt du die ganze Zeit so? Lara, alles gut? Ja. Ja, nämlich Sombra. Okay, es geht noch ein bisschen weiter. Du möchtest zum Abschluss noch irgendwas singen? Oh nein. Ja. Okay. Klasse. Warum? Habe ich dich gut getroffen? War das wunderschön. Kannst du das kurz nachsingen? Okay, es gibt noch einen weiteren Gag. Ich finde es schön, dass ich deine Hauptperson, die Hauptperson in deinem Video bin. Wer davon jetzt noch nicht genug bekommen hat,
bekommen hat. Für den haben wir jetzt noch Laras neue Single hier am Start. Das war hier sein Ausschnitt aus dem Musikvideo zu Fucking Bitches und Getting Money. Viel Spaß. Lara, das war's auch schon von uns. Wir sehen uns im Stream. Schaut doch gerne mal bei Laras vorbei. Bis zum nächsten Mal. Du musst ins Bild kommen, du darfst dich nicht aus dem Bild. Du kannst dich nicht aus dem Bild rauslachen. Ich hab mich aus dem Bild gelassen. Du musst doch noch mal sehen. Entschuldigung. Stream, schaut doch gerne. Du fucking Bitches und getting money. Viel Spaß. Der Titel. Ja. Das war's von uns. Wir sehen uns im Stream. Schaut doch gerne mal bei Laras vorbei. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei mir auf dem Kanal vorbei und bis zum Laufen, Mann. Bis zum Laufen, Mann. Bis zum nächsten Mal, bis zum Laufen. Ja. Dann geh ich jetzt einfach auf. Ich kann immer meine Backen tun weh vom Grinsen und vom Lachen. Oh Gott, es war wirklich der lustigste Teaser, den ich in meinem Leben gesehen habe. Oh, ich danke dir. Mann, ich kann nicht mehr. Boah, ich bin komplett durchgeschwitzt. Leider läuft in der Präsentation, ey. Ich hab das Video schon 10 Mal gesehen, ist das Ding, so ich lach immer noch. Danke, danke, dass ich die Hauptperson in deinem Teaser sein durfte. Ich freue mich sehr darüber. Selbstverständlich. Du, falls du mal keinen Bock hast, auf Events zu gehen oder Gamescom-Jobs nicht machen willst oder so, schick mich hin. Wird keiner bemerken. Niemand. Gerade Gesangsauftritte. Warte, ich mach den über. Geil. Ich bin raus, ich kann nicht mehr. Okay, ich auch. Schluss, Leute. Tschüss. Ach du Scheiße.